Herzlich willkommen bei meiner täglichen Andacht. Schön, dass du da bist und Zeit mit Gott verbringen möchtest. Meine Andacht vom 2. Oktober. Lächle doch mal. Der Bibelvers für heute steht in Sprüche 15, Vers 13. Einen fröhlichen Menschen erkennt man an seinem strahlenden Gesicht, aber einem Verbitterten fehlt jede Lebensfreude. Jeder kann lächeln. Es ist eines der schönsten Geschenke, das Gott uns gemacht hat. Ein Lächeln sorgt dafür, dass es Menschen gut geht, und lächelnde Menschen sehen hübsch aus. Wenn du dich für alle erkennbar freust, färbt das auch auf andere ab. Aber wenn du Gottes Freude in dir verschlossen hältst und nicht zum Ausdruck bringst, werden die Menschen in deinem Umfeld eines angenehmen und aufmunternden Erlebnisses beraubt. Die meisten Menschen verstehen nicht, wie sehr das tatsächliche Ausdrücken von Freude ihre Umstände oder sogar das Leben anderer Menschen verändern könnte. Wenn wir unser Leben mit der Freude Gottes leben, werden wir dadurch unsere negativen, bedrückenden Umstände überwinden. Ist diese Freude tief in uns verankert, können wir nicht anders, als sie auch zu zeigen. Durch ein Lächeln. Ich hätte nie gedacht, dass Lächeln so eine ernste Sache ist. Aber Gott hat mir gezeigt, welche verändernde Kraft ein einfaches Lächeln hat. Freude durch ein ruhiges, vergnügtes Lächeln auszudrücken, bringt Gutes in unser eigenes Leben. Außerdem teilen wir die Freude und das Licht Jesu mit anderen. Also lächle. Sprich zum Abschluss gerne folgendes Gebet mit mir. Herr, erinnere mich jeden Tag daran zu lächeln. Du hast mir große Freude geschenkt. Das will ich zum Ausdruck bringen. Und das Leben anderer damit ein wenig heller machen. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören und Mitbeten. Bist du morgen wieder dabei? Bis dahin durchstöbere doch mal meinen YouTube-Kanal. Dort findest du viele ermutigende Vorträge von mir. Gottes Segen und bis morgen.